Das hier sieht ein bisschen aus wie ein Kugelschreiber. Ist es aber nicht. Denn anstelle einer Kugelspitze hat dieses Teil so einen komischen Haken mit einer Klinge dran. Und die lässt sich auch noch drehen. Und vor allem, was hat denn dieses Teil hier mit unseren Alu-Wallets zu tun? Wenn wir unsere Deckplatten aus unserer Alu-Platte fräsen, müssen wir immer schauen, dass das Vakuum stark genug ist, dass es die Platten beim Fräsen nicht einfach wegfetzt. Sollte das Vakuum aber geringer als minus 88 Kilopascal sein, liegt das häufig daran, dass die Alu-Platte einen Grat hat, der dann Luft reinlässt. So ein Grat entsteht eben, wenn eine Alu-Platte geschnitten wird. Um den jetzt zu entfernen, haben wir diesen Entgrater. Durch den rotierenden Kopf passt er sich perfekt an das Werkstück an und die scharfe Kante ist weg.